Ho, Zockergenossen, hier ist Jack von Jack in the Game. Wir zocken heute mal ein etwas ruhigeres Spiel, und zwar ist es Mind Road to... Nee, Path to Thalamus. Ein, nicht Rollenspiel, Abenteuerspiel, was mit dem Unreal Development Kit entwickelt wurde und seit neuestem released wurde. Und es ist auf Englisch, ich habe aber Subtitles für euch aktiviert. Und genug gelabert, wir legen einfach mal los, weil ich bin auch gerade gespannt. Das ist mein erstes Playthrough durch das Spiel hier. So, New Game. Und mal gucken. How many times will I kill her? Moly, okay. Wer ist dies zum Laufen? Sophia! Not again! Sophia! Honey, close all the windows! Shouldn't have taken her. Der kommt dann hier! Shit! Please, baby, don't do this to me. Where are you? Sophia! Oh, das ist geil. Das ist hammergeil. Tornado. Sophia verschwunden. Wollen wir wieder bewegen, oder was? Ist das jetzt dieses berühmte weiße Licht, was man sieht? How many times will I kill her? I've asked myself that question 1,000 times. It was always there, flying around my head like my own personal vulture, waiting for me to die and scavenge my corpse. It was the only thing I could think about when I ended up in that hospital bed. Okay. So eine Art traumatisches Erlebnis ist nach, oder? But I can't really blame the tornado, can I? What can you expect from a force of nature? I was the one who chased it. My obsession. I deserved to be in that bed. Neither dead nor alive. I had screwed with destiny, and it screwed me right back. Fair deal. It was also reassuring to know that I couldn't harm anybody else, as long as I was in a coma. That was the type of nonsense I had to tell myself to keep me on the path. Hey, ich bin so gespannt mit der Taste. Also sind wir im Grunde ein Koma-Patient? For all those years, I'd hated my father almost as much as myself for what happened to my little sister. And then I go and do the same thing to my own daughter. My own Sophia. And they say things never change. Cynics. What do they know? I put Sophia in danger, taking her with me on the job. Severe weather phenomena. It's more exciting than it sounds. Extreme weather. There's some radical 90s slang for you. My reckless father had done the same thing with Sophia and I. At least this time she didn't suffer. Well, had I known, but I didn't. Not yet. Okay.
It wasn't really a choice for me to make. I will never know what lies beyond the red light. But I had this sneaking suspicion that I never could have known anyway, that any pretense of free choice was merely an illusion. I could only accept the path that was laid down before me. Ich gehe einen anderen Weg. Boah, ist unheimlich gerade. Her drawing. The first of many. It had been too long since Sophia had been more than a whisper screaming in the back of my mind. But I could still recognize it. I admit, at that moment, hope started to flourish inside me. Where would the drawings lead me? Was my little sister alive in this world? Moment mal. Und zwei Wege. Der rote und dieser komische durch den Haus. Kann sein, dass das vorzeitige Ende ist, aber das hier so eine Art... Lange Korridore, ich hab Angst. Alter, ich habe gerade echt... Alter, ich schwitze gerade vor Angst. Alter, das ist unheimlich gerade. Schau gut, das an. Dieser Ort, der schreit noch förmlich. Jack, pass auf, du schreist gleich vor Angst. Okay, doch nicht. Hi. Like my father before me, I had spent all my life studying weather phenomena. I thought I was different. I thought I was doing it to pay my debt to Sophia. I was wrong. But all that work couldn't have been for nothing. I was told my very first published study on the hazards of road fog was all sorts of helpful. I was rather proud of that one. And now, of course, to get to Sophia, I had to bend fog to my will. That'd be the first of many, too. Wunderschön gemacht. Niveau da. Okay. Kommen wir jetzt da rein. Meine Theorie würde jetzt heißen, zu überlegen. Wir gucken uns einfach mal um. Okay, da geht's nicht weiter. Wir haben diesen Ball. Und wir haben... einen Weg nach oben nicht. Die Frage, die sich mir jetzt hier stellt, ist, was muss gemacht werden hier? Okay. Nee, das kriegen wir so nicht hin. So auch nicht. Ist das dem Ball? Und diesem Nebel hier zu tun.
Ah, ich glaube, das kapiere ich's. Ja, das erklärt's. Ah, war so also eine Art Druckplatte anscheinend. Ernsthaft. Wo sind wir jetzt? Schon wieder dieses Haus. Aber diesmal woanders. Ist das Wasser? Oder Eis oder Glas? Okay, meine Theorie läuft folgendermaßen jetzt. Und die ist mehr als vage. Wir sind im Koma. Mit dem Gedanken, dass unsere eigene Tochter tot ist. Während wir im Koma sind, gehen. Every decision creates ripples, countless unforeseen consequences. If we could see the inner workings of this infinity, we would mimic the deer that stands still to elude its predator. We wouldn't dare make a move. I couldn't see it, so I followed the path, and that kept me alive. But it did much more than that. Introspection can be far more scarring than any wound. Was auf Deutsch? Gehen wir gerade unsere eigene Fantasie durch oder unsere eigenen Gedankengänge? Erinnerung vielleicht. Wunderschöne Erinnerung. Ich meine, sowas, wirklich sowas, so ein Level-Design. Das müssten Sie mal in einem heutigen Spiel hinkriegen. Ich meine, es ist nicht viel hier zu sehen, aber es ist wunderschön. Es ist wirklich, es ist wow. Schau mir das Bild hier. Es ist einfach nur wow. Das ist echt wow. Ach du Scheiße. Mein innerer Geist sagt mir, Jack, geh nicht darunter. Umgehen kann ich so nicht, oder? Nee. Alter, ich habe gerade echt Angst, runterzuspringen. Scheiß, die Wand an. Ohne Scheiß. In jedem Spiel, wo man irgendwo tief runterfällt, wo man es nicht sieht, das Ende noch nicht mal einsichtsweise sieht, habe ich Angst, runterzuspringen. Oh. First, I saw myself reflected in the shallow sea, and I wept. Then fear found me deep in the bottomless belly of this world. Time unraveled in the forest. It was much later, in the world of ice, that I fought against the demons that had been passed down to me, father to son. And finally, on the heavens and at the sacred tree, the truth of my maker. For all that, solitude and sorrow were my true, faithful companions in the path of Talamas. They consumed the beauty of this realm, making it gray and hopeless. The only thing that mattered was moving forward. Only the path remained. How would I find her otherwise? Ich meine, dieser Fall ins Unbekannte, wo man nicht weiß, ob man noch fällt oder schon tot ist, das ist angsteinflößend, aber wow. Wow. Das ist Wasser. Ey, die Niagara-Fälle sind nichts dagegen. Also Respekt an den Entwickler. Wow. Hier komme ich durch. Irgendwas sagt mir, dass es ein Rätsel mit dem Spiegel ist. Okay. Ich glaube, da fehlt ein Spiegel. Okay.
Ja, sie ist noch so eine Art Spiegelung eingebaut, ey, das wäre Hammer. She was just a little kid, even more so than I, laughing away while playing on a swing set. I saw it coming before she did, and I ran and ran and ran and didn't look back until I was safe, all the way up in a tree. It was all over in a split second. No dramatic exit. And suddenly, she was gone. Hey, cool, ich hab's gelöst, ohne drüber nachzudenken. Warte, muss ich nicht zurück? Moment, Moment. Zwei Spiegel? Ja. Guckt euch mal die Reflexion da an. Ja, dachte ich mir. Das ist nämlich der richtige Weg dann. Heißt also. Muss man hier durch zu dem Pfeil und dann erst nach oben. Okay. Hoch. Zu dem Pfeiler. Durch. Bis zu dem Pfeiler. Durch. Dann rüber. Und dann kann ich jetzt nach oben. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn lösen? So, okay, das. Okay. Aber ich sehe auch, ich glaube, unsere Zeit ist nämlich. Who's to blame for her death? The tsunami did what it did. No point in blaming God or fate. So I looked in the mirror as I had many times before and reflected back on it. I saw guilt. My father shared some of the burden, but it was mine. My guilt. My fault. Okay. Meine Uhr ist in unserer Zeit schon wieder um. Deswegen sehen wir uns erst im nächsten Part von Mind Path to Thalamus. Macht mir auf jeden Fall schon mal Laune. Es ist wunderschön. Tolles Game. Und wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Jack.